Ich möchte jetzt mal etwas machen, was unsere Medien die ganze Zeit machen. Ich spekuliere. Denn wenn unsere Medien spekulieren dürfen und vermuten und vielleicht, dann darf ich das doch auch. Ah, stimmt, Mensch, da gibt es einen ganz kleinen Haken. In dem Moment, wo ich das tue und nicht unsere offiziellen Medien, dann bin ich ein Verschwörungstheoretiker. Es ist meine ganz persönliche Meinung und dazu stehe ich jetzt auch und da kann jeder mit mir von mir darüber reden oder sonst irgendwas. Es repräsentiert aber nicht die Mahnwache in Braunschweig, sondern es ist meine persönliche Meinung. Und deswegen fangen wir doch mal an zu spekulieren. Was ist bekannt? Es ist ein Flugzeug vom Himmel gefallen. Es tut mir leid um die Menschen, die dort gestorben sind, aus ganz ehrlichen, tiefsten Herzen. Denn sie sind einfach, können ganz sicher nichts dafür. Sie wollten auf eine Konferenz oder in den Urlaub fliegen. Und es hat viele Familien getroffen, man sieht es ja. Also zum Beispiel eine ganze Familie mit 4 Kindern, also 6 Personen, das Haus ist jetzt verwaist. Und es ist ganz tiefe Trauer und da drücke ich mein Mitgefühl aus. Aber was wissen wir denn wirklich? Wir wissen, ein Flugzeug ist vom Himmel gefallen. Wir wissen, dieses Flugzeug flog nach Kuala Lumpur. Wir wissen, dieses Flugzeug hat auf Bitten der ukrainischen Luftüberwachung seine Route geändert. Denn seit es Krieg gibt in der Ostukraine, sind aus versicherungstechnischen Gründen die Flugzeuge einen etwas leicht nördlicheren Kurs geflogen. Aber dieses Flugzeug wurde gebeten, von der ukrainischen Luftüberwachung doch etwas südlich zu fliegen. Warum? Dieses Flugzeug, der Flug MH17, war eine Boeing 777 der malaysischen Airline. Seltsam. Gibt es da nicht noch ein verschollenes Flugzeug der malaysischen Airline? Flug MH370, auch eine Boeing 777, baugleich? Mein erster Impuls war, ach, die MH370 ist wieder da. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist Spekulation. Aber es tun doch unsere Medien auch. Das Flugzeug ist abgestürzt auf Donetsker Gebiet. Ungefähr 50 bis 70 Meilen vor der russischen Grenze. Die Flugzeugtrümmer sind bisher überhaupt noch nicht großartig untersucht. Wir haben hier in Braunschweig zum Beispiel ein sehr hervorragendes Institut für Flugsicherheit, was darauf spezialisiert ist, verunglückte Flugzeuge zu untersuchen, wieder zusammenzusetzen und so weiter. Ich habe noch nicht gehört, dass gefordert wurde, dass diese Spezialisten in die Ukraine gehen sollen, um das zu untersuchen. Warum? Bei jedem anderen Flug werden sie doch auch gerufen, besonders in den USA. Dann, es wird spekuliert, es wäre ein Bug-System oder eine von diesem System wäre eine Rakete abgeschossen worden. Und diese Rakete hätte das Flugzeug getroffen und damit wäre das Flugzeug abgeschossen worden. So, dieses Bug-System, wo existieren diese Bug-Systeme? Die Ukraine hat in diesem Gebiet ungefähr 20 dieser Systeme. Diese bestehen aus mehreren Fahrzeugen. Also es sind alleine 4 Fahrzeuge, die miteinander elektronisch vernetzt sind und es erfordert Spezialisten, um dieses Raketenabwehrsystem zu bedienen, dieses Bug-System. Aber die sogenannten Separatisten sollen auch über so ein System verfügen. Wie gesagt, sollen. Wo ist der Beweis? Wo sind die Fotos? Wo sind die Satellitenfotos? Das Gebiet wird doch überwacht. Da finden gerade Manöver statt. Die USA ist dort beteiligt. Ja, die USA ist im Moment in einem Manöver dort im Gebiet im Schwarzen Meer, Asowschen Meer, unter anderem auch mit Kriegsschiffen. Dort ist eine Luftraumüberwachung von NATO-Flugzeugen, ausgehend zum Beispiel von Polen, Rumänien und
Und es dürfte doch eigentlich ein leichtes sein. Eine Buckrakete, wenn die diese Reichweite für ein Flugzeug hat, wenn man die abschießt, sieht man noch sehr, sehr lange Zeit einen intensiven Kondensstreifen. Aber es gibt keine Bilder und niemand hat einen langen Kondensstreifen gesehen. Es gibt ein Bild von der Bild-Zeitung, wo gesagt wird, hier sieht man den Abschussschweif der Rakete. Für mich ist das ein ganz kleiner Nebel gewesen, ne? Den ich mit Photoshop wunderbar an den Himmel basteln kann. Für mich ist das kein Beweis. Das ist kein dicker Kondensstreifen, wie er von einem Bugsystem verursacht wird. Was ist noch passiert? Ungefähr über Warschau haben sich zwei Flugzeuge gekreuzt. Das eine, was angeblich abgeschossen wurde oder was abstürzte, und die Maschine von Präsident Putin, der gerade aus Brasilien zurückkam, wo er die BRICS-Bank mitgegründet hat. Eine direkte Konkurrenz zum IWF. Hat das eventuell miteinander was zu tun? Sollte vielleicht Putin abgeschossen werden? Ich spekuliere noch ein bisschen weiter. Weil, also das, was in den Medien jetzt im Moment steht, wenn ich da, also es waren zum Beispiel sogenannte abgehörte Gespräche und wurde Video erstellt etc. Und es sollte beweisen, dass die Separatisten mit Russland telefoniert haben und eben zugegeben haben, dass sie ein Flugzeug abgeschossen haben. Aber wir erinnern uns, am selben Tag bzw. davor wurden auch Su-24 abgeschossen von den Separatisten, ne? Die direkt zivile Städte und Dörfer in der Ukraine bombardieren und dort Zivilisten töten. Das als Verbrechen zu bezeichnen, solche militärischen Maschinen abzuschießen, damit nicht weiter Zivilisten sterben, das ist für mich eine Verdrehung der Wahrheit. Video, was oder dieses mitgeschnittene Telefongespräch wurde dann genauer untersucht. Jedes Video und jedes Bild, was geschossen wird, hat einen sogenannten Quellennachweis, wo man sehr genau sehen kann, wann es erstellt wurde. Dieses Teil wurde einen Tag vorher erstellt. Das kann man im Internet sehen, es ist gepostet worden, ne? Und das ist immer das, wo man sich fragen muss, was sind das für Quellen, die uns repräsentiert werden? Es sitzen da Leute in Kiew, Reporter, die sich nicht aus ihrem Hotel rauswagen und diese wollen uns erzählen, was in der Ostukraine passiert? Wir haben uns mittlerweile vernetzt. Wir haben uns mittlerweile mit Menschen in Russland, in der Ukraine, auf der Krim, auch in der Westukraine, haben wir uns vernetzt, verknüpft, wir schreiben miteinander. Mit dem Google-Übersetzer ist das überhaupt kein Problem. Wir kennen Russen, wir setzen uns nachts hin, wenn wir russische Videos finden oder ukrainische. Und meine Freundin, sie übersetzt dann, sie kann nur nicht so schnell tippen und ich tippe das dann ab. Also es sind überall Informationen, die wir sammeln, die wir verbreiten. Man muss sie bloß ein bisschen suchen. Und sie werden nicht in den Medien auftauchen. Es wird, wenn man sich das ganze Bild betrachtet, dann sollte man sich doch vielleicht auch mal fragen, was ist das Ganze, warum, wem nützt es? Und sehen wir doch einfach mal auf die Karte. Die Krim ist der einzige, auf der Krim ist der einzige Warmwasserhafen Russlands. Über das Asowsche Meer und das Schwarze Meer ist das der einzige Zugang Russlands zum Mittelmeer. Im Mittelmeer ist der Hafen Tartus, wo Russland auch seine Kriegsschiffe hat mit Flugabwehrraketensystemen, um Syrien und den Iran zu schützen. Stellen wir uns doch mal vor,
Russland hätte keinen Zugriff mehr auf das Mittelmeer und könnte dort mit seinen Schiffen nicht mehr kreuzen. Was glauben Sie denn, wie schnell Israel und USA Syrien und Iran zusammen bombardieren würden? Es ist reine Geopolitik. Es geht hier um Machtinteressen, es geht um Verkehrswege, es geht um Öl. Es geht einfach nur um Transportwege. Es gab mal einen, ich hätte beinahe gesagt, Bundesgaukler. Es gab in Deutschland mal einen Ministerpräsidenten, der genau das gesagt hat. Wir schützen in Afghanistan nur unsere Interessen und die Verkehrswege. Es hat nicht lange gedauert, da war er weg vom Fenster, weil er die Wahrheit gesagt hat. Wo leben wir denn hier? Jemand, der die Wahrheit sagt, verschwindet und diejenigen, die lügen, werden fürstlich bezahlt und werden mit den Politikern ins Ausland auf Dienstreisen mitgenommen? Ja, was soll das denn? Wenn wir uns also diese ganze Geopolitik mal angucken und diese Interessen, wo ist Öl, dann kann man eigentlich nur sagen, wie schändlich ist es denn von Staaten wie Libyen, Irak, Iran, Syrien, Russland, sich einfach auf die Ölvorkommen der USA zu setzen und da ihre Staaten zu bauen. Und das ist, wenn man euch erzählt, es geht um Menschenrechte, dann seid ganz, ganz vorsichtig. Denn immer wenn es um Demokratie und Menschenrechte geht, wird irgendein Regierender gestürzt, die Staaten werden destabilisiert, so dass die Energiefirmen an das Öl herankommen. Und ich nur ausdrücklich sage, ich bin absolut kein Feind von Amerika, von Israel oder irgendeinem anderen Land, beziehungsweise den Menschen dort. Es sind Menschen. Jeder, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, es sind Menschen, die friedlich leben möchten. Und alle, die radikal sind, sollte man sich mal überlegen, wer hat sie denn mit welchem Geld radikalisiert? Wer hat ihnen denn etwas eingeimpft, wofür sie dann plötzlich radikal durch ihre Völker toben und andere Menschen ermorden? Wem nützt es? Und diese ganzen Informationen von diesen Medien, achtet auf die Worte. Wahrscheinlich, eventuell, es soll, es könnte ja und so weiter. Immer wenn diese Worte fallen, werdet ihr gerade belogen und betrogen von hinten und vorne. Wacht auf! Ihr werdet durch Werbung, werdet ihr abgelenkt, durch irgendwelche Fernsehserien, durch Fußball, durch alles Mögliche. Ihr sollt euch mit allem Möglichen beschäftigen, aber nicht mit Politik. Deswegen sind Übertragungen aus dem Bundestag auch so öde, damit ihr euch ja nicht interessiert. Aber wenn ihr wissen wollt, was da gerade mal wieder abgeht, es gibt offizielle Seiten von der Bundesregierung und auch aus Brüssel, von der Europäischen Union, wo jeden Tag die Protokolle der Entscheidungen gepostet werden. Die könnt ihr euch anschauen. Die könnt ihr euch auch mal übersetzen. Viele sind auch von der Europäischen Union auf Deutsch. Was ihr da lest, also mal ganz ehrlich, da wird einem Himmel Angst und Bange. Das, was ich jetzt gesagt habe, sind alles nur Theorien. Ihr müsst es mir nicht glauben. Aber ich fordere euch auf, redet miteinander, vernetzt euch und informiert euch um Gottes Willen endlich selber. Denn das, was passiert, wird auch uns hier treffen. Mit über 250 Militärbasen von Amerika und England hier in Deutschland. Die Atomraketen werden gerade modernisiert. Was glaubt ihr denn, wenn dieser Krieg eskaliert, wo die Raketen hinfliegen werden? Nach den USA? Nein, hier zu uns, nach Deutschland! Nehmt Frieden mit den Völkern.
mit allen Völkern, ob es die Europäische Union ist. Schaut nicht herab auf Griechenland, nur weil es anders regiert wurde. Schaut nicht herab auf Italien, auf Spanien, auf Portugal. Reicht den Menschen die Hand, redet mit ihnen. Die stecken alle in derselben Scheiße. Denen geht es teilweise noch viel, viel schlechter als uns. Wenn ich sehe, dass in Griechenland das gesamte Kassensystem am Boden liegt, dass es kaum noch medizinische Versorgung gibt, dass zigtausende Ärzte und Krankenschwestern entlassen werden, dass die Renten gekürzt werden, dass es 45% mehr Selbstmorde gibt, die hohe Jugendarbeitslosigkeit, und in anderen Ländern ist es genauso. Und warum? Nur aus wirtschaftlichen Interessen. Uns wird was erzählt vom Sparen. Das ist Quatsch. Nur durch ein zinsbasiertes Geldsystem kann es zu solchen Verwerfungen kommen. Es geht immer um die Verteilung von fleißig nach reich. Deswegen werden die Fleißigen auch nie irgendwie Wohlstand haben. Es wird immer darin enden, dass diejenigen, die fleißig sind, am Ende des Lebens nichts mehr haben und die Reichen werden noch reicher. Mit welchem Grund? Und dann sitzen sie und ziehen ihre Strippen, wenn die Völker gegeneinander aufhetzen. Und wenn die sich bekriegen, dann verdienen sie wieder daran und reiben sich die Hände. Nichts anderes ist das, was im Nahen Osten und in Russland und der Ukraine passiert. Interessiert mich überhaupt nicht, wer die Person Putin ist, ob er mir sympathisch oder unsympathisch ist. Genauso bei Obama. Das interessiert mich nicht. Mich interessieren die Menschen dort. Und da ist es wichtig, dass wir die Augen öffnen, dass wir uns nicht mehr instrumentalisieren lassen, dass wir uns informieren und nicht desinformieren lassen von diesen gezahlten Medien. Wacht auf und steht auf. Und jeden Montag hier, 18 Uhr vorm Schloss, kommt her. Dankeschön.